Bei uns stehen die drei Preisträger, die den diesjährigen Medienpreis der Bundesvereinigung Logistik gewinnen konnten. Thomas Hallett vom WDR mit der Sendung Quarks & Co. Christian Schwalb von Radio Bremen, sein Thema Häfen. Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Und Steffen Clement vom Hessischen Rundfunk. Ihr Thema war der Retourenwahnsinn, den der deutsche Markt durch Zalando und Co. erlebt. Haben Sie das in Ihrer Recherche und in Ihrem Film tatsächlich dann auch so empfunden, wie die Allgemeinheit das wahrscheinlich auch sieht? 10 Bestellungen, 8 Retouren. Ist das so im wahren Leben? Ja, so ist letztendlich auch dieser Film entstanden, weil natürlich auch Journalisten bestellen. Und gerade wenn man sich mit Kolleginnen unterhält, wenn es um Zalando und Schuhe geht, dann erzählen die natürlich auch begeistert von wegen, ich bestelle doch dann gleich erstmal 3 verschiedene Größen. Eine wird schon passen, die anderen 2 gehen wieder zurück. Und da war einfach die Überlegung, mal wirklich auf den Grund zu gehen, was heißt das für die Umwelt, was heißt das für die Kosten, was kann man möglicherweise auch besser machen. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen? Ist es ein Wahnsinn? Ja, es ist ein Wahnsinn und ich glaube, die Betroffenen, also in dem Fall dann die ganzen Online-Shops, haben selber natürlich ein hohes Interesse daran, dass es sozusagen besser wird. Und da wird auch sicherlich vieles gemacht. Also Stichwort zum Beispiel bei der Größe kann man entsprechend Profile hinterlegen. Und dann kriegt man eben zumindest mal bei der zweiten Bestellung dann schon die richtige Jeans oder die richtigen Schuhe. Aber das ist noch ein weiter Weg, weil es, wissen wir alle, es ist so bequem. Und dieser alte Spruch, schrei vor Glück oder schick's zurück, der ist einfach fest in den Leuten, steckt da drin. Zumal wir von Dr. Frank Appel von der Deutschen Post DHL gehört haben. Er hat gesagt, jedes Businessmodell muss heute mit dieser Retour-Geschichte quasi schon gerechnet werden, sonst hat dieses Business einfach keine Chance. Klar, das kostet ja das Unternehmen richtig Geld. Also jede einzelne Rücksendung ist natürlich erstmal, die Bestellung ist Umsatz, aber die Rücksendungen sind wirklich dann echte Kosten. Und von daher müssen sich Unternehmen was einfallen lassen, weil die Leute an sich werden freiwillig da nicht drauf verzichten, weil da haben sie sich wirklich dran gewöhnt, wie bequem das ist. Christian Schwalb von Radio Bremen. Ihr Thema, Ihr preisgekröntes Thema, das Hafenthema, die Häfen. Können Sie das mal in 3 Sätzen nochmal umschreiben, worum es sich dabei gehandelt hat? 2012 hat der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven seine Türen geöffnet, sozusagen, der erste Tief. Wasserhafen in Deutschland. Das war für mich der Anlass, nach Rotterdam zu fahren, wo ja ein noch viel größerer Tiefwasserhafen auch schon eine ganze Weile unterwegs ist, um mal zu gucken, was die Rotterdamer über die neue Konkurrenz aus Deutschland sagen. Also es ging um das Thema Wettbewerb im Prinzip und natürlich auch um die konkreten Baumaßnahmen vor Ort, weil nicht nur ist der Jade-Weser-Port gerade in dieser Zeit entstanden, also in den Jahren bis 2012, sondern in Rotterdam wurde noch viel größer gebaut und das Loch war noch viel tiefer und noch mehr Sand ist aufgeschüttet worden. Also da ist dieser monströse Hafen noch viel monströser geworden. Und für mich war es so ein bisschen Innen- und Außensicht verschränkt, mal von innen nach außen, mal von außen nach innen zu gucken. Wie sieht das mit den Häfen aus und geraten wir nicht in so eine Art Wettrüsten hinein, international gesehen? Geraten wir denn da rein oder nicht? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Die Antwort ist knapp. Ja, tun wir auf jeden Fall. Wie gesagt, die Baustellen werden immer größer und nicht nur Rotterdam und nicht nur Wilhelmshaven sind gebaut worden oder eben rüsten auf, sondern andere Häfen erweitern. Wiederum andere Häfen müssen ihre Zufahrtswege erweitern. Wir reden ja dauernd auch über die Weservertiefung, die Elbvertiefung, weil die großen Pötte, die Containerpötte da bald nicht mehr zufahren können, reinfahren und ranfahren können. Das ist also ein riesengroßes Thema. Ja, das kostet viel Geld. Infrastruktur wird da erweitert und muss erweitert werden. Und wer am Schluss, am Ende dieses Rennens übrig bleibt, ist offen. Vorausgesetzt, der Markt wächst, bleibt auch für alle was übrig. Aber so ganz klar ist das noch nicht. Ich erinnerte mich bei diesem Thema an die regionalen Flughäfen, die im Moment auch wie Pilze aus dem Boden schießen. Da muss man auch schauen, wer hat später eine Chance und wer geht vielleicht unter. Herzlichen Glückwunsch zu dem Preis noch einmal. Und der last but not least Preisträger Thomas Hallett, stellvertretend für die Redaktion von Quarks & Co. Ein Sonderpreis für die Sendung, in der es um die Logistik, um Logistikketten ging, das einfach mal dem Zuschauer erklärt wurde. Auch die Recherche ist ja auch nicht mal eben von heute auf morgen gemacht. Wir haben natürlich das Privileg, dass wir uns 45 Minuten mit einem Thema befassen können. Und Quarks hat eine gewisse Tradition darin, Dingen auf den Grund zu gehen, Sachen zu erklären, die eigentlich kompliziert erscheinen, aber dann noch bei mehreren Hinsehen doch für jeden auch etwas offenbaren und verständlich machen und Zusammenhänge auch klar werden. Und wenn man 45 Minuten Zeit hat, die braucht man auch für ein Thema wie Logistik, weil es sehr viele Aspekte hat, auch einige problematische. Ja? Also was ist mit der Umweltbelastung? Was ist mit diesem Trend zur Sofortness, alles immer sofort haben zu wollen? Ist das gut oder schlecht für den Einzelnen? Was steckt da alles dran? Also eine Menge Fragen, aber auch viele Antworten haben wir gegeben. Und die Logistik ist ein kompliziertes Thema, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wie schwierig ist das denn eigentlich, so ein komplexes und kompliziertes Thema dem Endverbraucher dann in doch vielleicht nur 45
45 Minuten, auch wenn es eine lange Sengestrecke ist, klar und erklärbar zu machen. So kompliziert für die Sendung wie auch die Logistik selber ist Beispiel. Es ist eigentlich ein Alltagsthema, ja? Aber wenn man dann anfängt zu gucken, wo kommen denn die frischen Tomaten her, die beim Supermarkt um die Ecke liegen, haben wir eine Geschichte gemacht, das zurückverfolgt. Ja? Also zurück zum Zentrallager, zurück zum Zentrallager in Süddeutschland bis hin zum Hersteller und Vertrieb in Südspanien. Wenn man diese Schritte alle mal zurückverfolgt und dem Zuschauer zeigt, wird das Ganze ein interessantes Gebilde. Und ein preisgekröntes. Ne? Kameramann, noch einmal bitte nach oben, die Stars der Logistik. Hier stehen sie, preisgekrönte. Journalisten, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß noch auf dem Kongress und vielen Dank.